Spiel 2 für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschlandcup 2018. Der Gegner, die Schweiz. Und zum 152. Mal diese Begegnung. Auch das Duell der jungen Trainer Marco Sturm gegen Patrick Fischer. Hinein in diese Partie, die anfing mit Elan, mit Tempo und mit Spektakel. Erstes Überzahl Deutschland, Leo Pföderl, und der Puck geht durch die Beine von Lukas Flüeler zur Führung nach nur 87 Sekunden. Im zweiten Spiel bereits das dritte Turniertor für Leo Pföderl, sein fünftes für das Nationalteam. Diese Führung aber hielt nicht lange, denn die Schweiz mit gutem Pressing, gutem Vorchecking und schnellen Kontern. Yannick Herren nach 2 Minuten und 20 Sekunden mit dem Ausgleich. Zweites Länderspieltor von ihm. Beide erzielte er beim Deutschlandcup, beide gegen die deutsche Mannschaft. Und die Schweiz weiter mit viel Druck, mit gutem Zusammenspiel, schnellen Kombinationen und mit einem vortrefflichen Abschluss. Kapitän Noah Rott in der 10. Spielminute mit der Führung für die Schweiz. Perfekt eingesetzt, perfekt abgeschlossen. Keine Chance für Danny Austin-Birkel im Tor der deutschen Mannschaft. Das auch der Stand nach den ersten 20 Minuten. Hinein in Drittel 2. Top-Chance für das deutsche Team. Marcel Nöbels für Leo Pföderl bei einem Konter. Aber Lukas Flüeler verhindert das vierte Tor von Leo Pföderl. Auf der anderen Seite die Schweiz mit mächtig Zug nach vorne, aber in der Anfangsphase anfällig für Konter. Phil Hungerecker mit dem Pfostenschuss. Ganz nah war er dran an seinem ersten Länderspieltor. Und das im erst zweiten Spiel. Die deutsche Mannschaft immer wieder bemüht, dem Druck auszuweichen. Der Schweiz. Aber die hatten viel, die kamen nach und hatten auch noch etwas Glück beim 3:1 in der 29. Spielminute. Zweites Tor in dieser Partie von Noah Rott. Zunächst der Puck schon gesprungen, dann hier unglücklich abgefälscht, landet genau auf der Kelle von Noah Rott. 3:1, das auch der Stand nach 40 Minuten. Viel Rotation im deutschen Team. Hier die Spieler, die heute nicht dabei waren. Dann hinein in den Schlussabschnitt. Die deutsche Mannschaft versuchte viel. Und wurde dann auch belohnt. Leon Bergmann mit seinem allerersten Länderspieltor in der 52. Minute. Über Frank Mauer und Bernhard Ebner. Hier der Schuss, dann durchgesetzt im Zweikampf. Mit dem Schlittschuh nach außen mitgenommen. Und dann oben hinein. Tolles Tor von Leon Bergmann. Und in der Schlussphase kam der Glaube bei der deutschen Mannschaft zurück. Sesemski und dann Marcel Nöbels, als der Torhüter schon vom Eis war, mit dem Ausgleich 41 Sekunden vor Ende der Partie. Was für ein Comeback des Teams von Marco Sturm. Keine Tore in der Overtime, das Penaltyschießen. Lino Marcini, nachdem zuvor schon Yannick Herren für die Schweiz getroffen hatte. Und so war Frank Mauer der vierte Torschütze, der treffen musste. Er traf aber nicht gegen Lukas Flüeler. Und so verliert die deutsche Mannschaft mit 3:4. Ja, also zweite Mal jetzt Overtime, Verlängerung leider verloren. Aber wir sind gut zurückgekommen, haben gute Kills gemacht. Also haben unser Bestes gegeben, aber leider wieder nur ein Punkt. Ja, es ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, das erste Tor für Deutschland zu schießen. Klar, haben wir noch zum Glück das 3:3 gemacht, fast noch gewonnen. Ärger mich, dass ich den Penalty nicht reingemacht habe, aber so ist das Spiel manchmal. Zwei Niederlagen nach zwei Spielen, einmal in der Verlängerung, einmal in der Overtime. Das Glück ist nicht so wirklich mit der deutschen Nationalmannschaft beim Deutschlandcup 2018.